Nun also doch. Ab dem 21. Oktober dürfen Touristen aus deutschen Corona-Risikogebieten ungehindert nach Mecklenburg-Vorpommern einreisen. Das Oberverwaltungsgericht Greifswald hat am Dienstag Eilanträge heimischer Hoteliers gegen das Beherbergungsverbot stattgegeben. Erst am vergangenen Wochenende hatte die Landesregierung die Regelung aufgrund massiver Kritik gelockert, wonach nur noch ein negativer Corona-Test für Gäste notwendig war. Dieser ist durch das Urteil aus Greifswald nun auch hinfällig geworden. Verschärfte Maßnahmen wurden dagegen auf dem Corona-Gipfel in Schwerin am 20. Oktober für Corona-Risikogebiete in Mecklenburg-Vorpommern beschlossen. Danach schaltet die Corona-Ampel künftig auch hierzulande auf Rot, sobald es in den Landkreisen oder den beiden kreisfreien Städten Schwerin und Rostock mehr als 50 Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen gibt. Laut der aktuellen Verordnung gilt dann auch eine Maskenpflicht, auch im öffentlichen Raum, wie beispielsweise belebten Plätzen. Zudem dürfen sich dann in Gaststätten nur noch maximal 10 Personen treffen, in den eigenen 4 Wänden nur noch 10 Personen aus 2 Haushalten. Weiterhin sind in einem solchen Fall Sperrstunden ab 23 Uhr möglich und Tankstellen dürfen nach wie vor auch keinen Alkohol mehr verkaufen. Für Veranstaltungen sind in geschlossenen Räumen dann maximal 100, im Freien maximal 300 Personen zugelassen. Mit diesen Regelungen soll laut Landesregierung ein erneuter Lockdown wie zu Beginn der Pandemie verhindert werden.